Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Mittwoch. Mal schauen, ob es heute klappt, dass ich das Video gleich bei Facebook reinbekomme. Gestern Nachmittag irgendwie. Ich habe es zweimal hochgeladen, aber es wurde nicht veröffentlicht. Also das stehe immer da, es wurde jetzt verarbeitet, bla bla bla. Da tat sich aber nichts. Ich habe es dann nochmal gegen 12 oder so abends in Mitternacht probiert. Da hat es dann funktioniert. Jetzt ist es drin. Schauen wir mal, ob auch das 173. Geschichtsvideo von Egon dann auch bei Facebook mit drin ist. Ansonsten hatte ich ja den Hinweis auf meiner gestrigen Tagesbegrüßung gegeben, wo man die Videos auch finden kann. Ja, bevor ich loslege, noch eins. Ich habe jetzt mal so ein Stückchen von dieser Bundestagsdebatte vom heutigen Tage gesehen. Da ging es zum Beispiel um diese ODAK-Quote, wie viel Prozent wir da für die Entwicklungshilfe ausgeben, bla bla bla. Und einige andere Sachen, wo das Geld in der Welt verteilt wird. Ich fand, die SPD ist echt gut. Muss man ihr lassen, der SPD ist echt gut im Verteilen unserer Gelder ins Ausland. Da war nämlich eine Dame, das war ganz interessant, die ganz selber schön dargestellt hat, wie die Ausgaben in dieser Richtung immer steigen, wenn SPD-Regierungen im Ruder sind. Ne? Ja, wie gesagt, im Verteilen unserer Gelder, alles, was Deutschland schadet, was uns Geld kostet, ohne dass es unser Wert bringt, etc., obwohl das uns immer anders verkauft wird, dass angeblich deswegen keine Flüchtlinge kommen würden. Wir sehen, dass es genau das Gegenteil der Fall ist. Die finden Deutschland dann alle so toll, dass sie sagen, wenn die uns so viel Geld geben können, haben sie bestimmt zu Hause aber viel mehr, dann fahren wir mal hin. Ja, das ist das, was die SPD spitzenmäßig kann. Unser Geld in aller Welt verteilen, überall auf die Knie fallen, uns als schlechtes Deutschland darstellen, sagen, wir bösen Deutschen, wir müssen uns tausendmal noch entschuldigen. Wir geben euch noch den Rest von Deutschland, und dann sind wir SPDler zufrieden, dann haben wir unsere Schuldigkeit getan. Ja. Die nächste Sache, die ja kommt, das vergessen viele, neben diesem Migrationspakt ist ja genauso schlimm, dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz, mit dem aber keine Fachkräfte kommen werden, das versichere ich, das werden wir sehen, sondern jede Menge ja, schlecht qualifizierte Typen, wie dieser eine, der da ein Großvater der Kehle durchgeschnitten hat, weil der Gutmenschen Tochter ihn schnell mal als Pfleger für ihren Vater genommen hat, damit seine Abschiebung verhindert wird. Ne? Ja, solche Leute werden wir wohl in Massen dann bekommen. Und wenn dann die Wirtschaft nicht mehr so auf Hochkonjunktur läuft, sondern nur auf Halbkonjunktur oder ganz nach unten abkracht, dann haben wir die Leute trotzdem da. Und dann bin ich immer mal gespannt, wie die Diskriminierungskarte dann zieht. Denn dann sind ja alle Rechte für Deutsche aufgehoben mit diesem Zuwanderungsgesetz. Also jeder, der hier reinkommt, hat dieselben Rechte wie ein Deutscher. Und im Endeffekt wird es dann so sein, der Deutsche hat nicht die Diskriminierungskarte. Und dann wird natürlich der günstigere Mann aus Afrika eingestellt, der die Regale einräumt. Und nicht der Deutsche, der sich ein paar Euro daneben zuverdienen will, weil er keine Rente ordentlich kriegt oder weil er im Erstjob so wenig bekommt, dass sie davon nicht leben können. So wird es kommen, das ist unser Fachkräftezuwanderungsgesetz, dass unsere Wirtschaft sowieso nur noch vom Ausland bestimmt ist, das haben wir schon oft genug erfahren dürfen. Jetzt sind ja wieder ein paar Firmen verkauft worden, an Amerikaner und Franzosen und alles Mögliche. Das Ding, das nicht interessiert, was aus Deutschland wird, aus dem deutschen Volk, ist klar. Aber dass die Politiker, die ja angeblich von den Deutschen gewählt worden sind, genauso wenig das interessiert, das ist schon sehr bedenklich. Und da ist wieder die SPD-Spitzenführer drin, dieses Gesetz durchzubringen. Ja, das dazu, das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden, wie toll die SPD, wie spitze die SPD ist. Und ich wünsche der SPD für die Zukunft alles Gute, denn so eine Partei braucht jedes Land, die seine eigene Bevölkerung kaputt macht, das eigene Land an jeden dahergelaufenen verkauft. Solche Parteien braucht man überall. Ne? Ja, gut, da kommen wir mal zur 173. Geschichtsstunde. Kollege Egon, gestern hatten wir geendet mit dem 24. März 1929. Moment, die Lupe noch rausnehmen.
24. März 1929, Triumph des Faschismus. Nein, das stimmt nicht ganz. Das letzte war die Randbemerkung über das erste Autorennen in Monaco vom 14. April 1929, bevor ich loslege. Noch mal kurz einen Schluck Milch. Ja, herrlich. Haben wir gleich wieder eine lockere Zunge. Heute geht es weiter mit dem 1. Mai 1929. Anlässlich einer verbotenen Demonstration zum Tag der Arbeit geht die Polizei in Berlin unter Einsatz von Schusswaffen gegen Demonstranten und Bewohner einiger Arbeiterviertel vor. 9 Menschen sterben, 63 Demonstranten und Unbeteiligte sowie 30 Polizisten werden zum Teil schwer verletzt. Ja, das war in der demokratischen, vor allen Dingen von den Roten. Wir erinnern uns, letztens war die große Schlagzeile, SPD stärkste Partei. In einem SPD-geführten Weimarer Republik werden Arbeiter erschossen, weil sie den 1. Mai feiern wollen. Und heute sind diese SPD und ihre roten Gewerkschaften immer die ersten, die ganz vorn beim 1. Mai marschieren und für die Arbeiter demonstrieren angeblich. Ihr seid so eine scheinheilige Bande. Ihr seid so ein, ich will das Wort lieber nicht verwenden, möchte nicht ganz so, naja, wer euch noch wählt als normaler Mensch, der ist nicht mehr ganz dicht im Schädel. Tut mir leid, weil ihr vertretet überhaupt nichts. Ihr vertretet nur noch eure eigene Existenz. Das Einzige, für was ihr noch kämpft, gegen euren Untergang. Für sonst habt ihr nichts mehr übrig. Eure ganzen Scheingesetze, wo angeblich irgendwas Soziales drin ist, aber in Wirklichkeit nur, ja, wie soll ich sagen, eine Überschrift, wo nichts drin ist, draufsteht. Ihr könnt euch alle schenken. Ne? Und wenn eure scheiß ZDF und ARD das noch 10-mal als große Erfolge der SPD verkaufen will, schaut mal, packt mal das Geschenk, was der SPD macht, meistens aus. Das ist wie diese Wichtelpakete, diese Schrottwichtelei, wo dann so ein großes Paket ist und dann ist so ein kleines Ding drin, was am Ende gar keiner haben will, weil es Schrott ist. Ne? Ja, so sehen die SPD-Gesetze aus und so war der SPD schon immer ein Feind der Arbeiter, vor allem der deutschen Arbeiter. Der Deutsche hat erschießen lassen, der mit äußerster Gewalt gegen Deutsche vorgegangen ist, die ihre Rechte, nur ihre Rechte gefordert haben. Das war und ist die SPD. Heute sind ja ihre Nazis Rausschreier, sind die eigentlichen Nazis, ne? Die gehen nämlich genauso vor, genauso wie in 20er Jahren. Ne? Damals haben sie die Polizei auf ihrer Seite gehabt, da haben sie das einfach offen gemacht. Heute machen sie es versteckt durch ihre Nazis Rausschreier, durch ihre Antifa. Ihr Antifa habt mit Antifaschismus nichts zu tun. Ihr seid kleine kriminelle Drecksbanden, die von der SPD bezahlt werden, von unseren staatlichen Geldern, damit die deutsche Bevölkerung auf die Schnauze kriegt, wenn sie sich wehrt gegen das, was eine SPD macht und sie ihre Rechte fordert. Ne? Ihr seid keine Nazis oder Rechte oder sonst was. Ihr seid einfach nur widerlicher krimineller Müll. Was anderes ist die Antifa nicht. Und genauso ihre ganzen Brüller wie dieses stinkende Fischfilet, was sie jetzt laufend groß spielen wollen und ihre blöden, tötenden Hosen, die sie jetzt wieder in Argentinien feiern. Ne? Also, hör auf, das ist die SPD, die SPD ist der größte Feind unseres Landes. Ne? Weiter geht's mit dem 16. Mai 1929. Erstmals Oscar verliehen. Im Roosevelt Hotel in Hollywood findet die erste noch wenig beachtete Verleihung des Academy Award of Merit statt. Die 35 cm hohe, 4 kg schwere Statue etabliert sich schon in den nächsten Jahren unter dem Namen Oscar als begehrteste Filmtrophäe der Welt. Den Preis als bester Darsteller erhält der seit 1926 in Hollywood lebende Deutsche Emil Jannings für seine Rollen in Sein letzter Befehl und Der Weg des Fleisches. Als beste Darstellerin wird die US-Schauspielerin Janet Gaynor für ihre Leistung in den Filmen Sonnenaufgang, Der siebte Himmel und Straßenengel ausgezeichnet.
Die Jury erklärt den Streifen Flügel von William A. Point Wellman zum besten Film. Die meisten Auszeichnungen erhalten Der siebte Himmel, Bestes Drehbuch, Beste Regie und Sonnenaufgang, in Klammern beste Kameraaufführung, Kameraführung, bester künstlerischer Wert der Produktion, Klammer zu. Der Oscar wird alljährlich von der im Jahre 1927 gegründeten Academy of Motion Picture Arts and Science, kurz AMPAS, Klammer zu, für besondere Leistungen in verschiedenen Kategorien verliehen. Als ständige Kategorien etablieren sich Regie, weibliche und männliche Hauptrolle, weibliche und männliche Nebenrolle, Drehbuch, Ausstattung, Musik, Kamera und Schnitt. Da sich die Preisvergabe vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg stark an US-Filmen orientiert, wird 1956 die Kategorie Bester ausländischer Film eingeführt. Ja, ich bin da so total der Meinung, wenn man da sieht, was da mittlerweile, ein Deutscher kriegt in der Regel nur einen Oscar, wenn er entweder irgendwas einen Deutschen darstellt, der total bescheuert ist, oder einen bösen Nazi, oder in einem Film mitspielt, wo es um Juden geht. Ne? Und ja, was, das sind so im Großen und Ganzen die Filme, wo ein Deutscher dann mal einen Oscar kriegt. Also da, wo der Deutsche als böser, böser Mensch dargestellt wird. Das sind die typischen Oscar-Gewinner. Und die machen dann auch Karriere. So wie zum Beispiel unser Herr Schweiger. Ne? Eigentlich eine totale Null, aber da wird hochgespielt, weil er so einen Film gespielt hat in Amerika. Seitdem ist er dicke da. Ne? Kann man genau nachverfolgen. Nach seinem Manta-Manta-Krempel war jahrelang relativ Ruhe um den Mann. Kaum hat er diesen komischen Film da gespielt, ging es auf einmal wie ein Raketenstart nach oben. Hier haben wir das Bild. Der Schauspieler Emil Jannings gewinnt 1929 den Oscar. Jannings zählt zu den bedeutendsten Charakterdarstellern des deutschen Stummfilms. Hetze am besten gegen Deutschland, stelle Deutsche als böse oder blöd hin und schon hast du eine gute Chance, Oscar zu gewinnen als Deutscher. So läuft das in Hollywood. Weiter geht's am 19. Mai 1929. Deutscher Pavillon in Barcelona. Attraktion der Internationalen Weltausstellung in Barcelona, die vom spanischen König Alfons dem 13. feierlich eröffnet wird, ist der nach Entwürfen des Architekten Ludwig Mies von der Rohe erbaute deutsche Pavillon. Der repräsentativen Zwecken dienende Flachdachbau, beeindruckt durch originelle Baustoffe. Stahl, grünliches Glas, gelbes Onyx. Vor allem jedoch durch die Harmonie seiner einfachen und klaren Formen und Farben. Auf dem 1,2 Quadratkilometer großen Ausstellungsgelände wurden 40 Paläste, Pavillons und andere Häuser errichtet. Das größte Gebäude ist der Nationalpalast mit 32.000 Quadratmetern Fläche. Und da haben wir noch ein Bild. Die Präzision und Neuartigkeit des deutschen Pavillons machen das Bauwerk auf der Weltausstellung zu einem Vorzeigeobjekt deutscher Baukunst. Da haben wir das. Ja. Ist gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Ja. Weiter geht's mit dem 22. Mai 1929. Toscanini geht nach New York. Im Rahmen der Berliner Festwochen dirigiert Arturo Toscanini die Oper Falstaff von Giuseppe Verdi. Es ist sein letzter Auftritt mit dem Ensemble der Mailänder Scala. Toscanini will sich künftig auf die Leitung der New Yorker Philharmonie Orchestra konzentrieren. Entschuldigung, nochmal. Toscanini will sich künftig auf die Leitung des New Yorker Philharmonie Orchestra konzentrieren. Der Rücktritt Toscaninis wird mit einem Augenleiden begründet.
das den Dirigenten zwingt, Opern aus dem Gedächtnis zu dirigieren. Zwar verfügt er über ein großes Repertoire, die Einstudierung neuer Opern ist ihm jedoch nicht mehr möglich. Spekulationen gehen jedoch dahin, dass Toscanini Italien verlässt, weil er von den Eingriffen des faschistischen Staates in sein Schaffen zermürbt sei. Ja, man muss immer die Faschisten dafür verantwortlich machen. Wahrscheinlich war es die Kohle, weil er dort mehr Kohle verdient hat. Ne? Das wird der eigentliche Grund gewesen sein. Ja, weiter geht's mit dem 7. Juni 1929. Eine Randbemerkung. Der Sachverständigenausschuss zur Neuregelung der deutschen Reparationszahlungen unterzeichnet in Paris den von dem US-Finanzmanager Owen D. Point Young vorgelegten und nach ihm benannten Bericht. Er legt erstmals die endgültige Höhe der in Jahresraten von rund 2 Milliarden Goldmark zu begleichenden Reparationssumme auf 112 Milliarden Goldmark und die Dauer der Reparationszahlungen bis 1987 fest. Wie gesagt, ich kann es immer wieder nur betonen und daran erinnern, 1871 Deutsch-Französischer Krieg. Eine Reparationszahlung, die lächerlich war, die sie dann durch Zionisten aus Amerika finanziert bekommen haben, damit sie ganz schnell los waren. Und 2 Jahre Besatzung, das war alles. Das war alles. Und uns haben sie, wie waren es, 112 Milliarden Goldmark aufgebrummt. Und bis 1987. Ja, und dann wundert man sich, dass es den Zweiten Weltkrieg gab, beziehungsweise dass dann in Deutschland Leute die Schnauze voll hatten von SPD, Zentrum, Liberalen und allen möglichen, die ihnen das eingebrockt haben. Da muss man sich nicht wundern. Ne? Und heute läuft es ja wieder ganz genauso. Wir zahlen für die ganze Welt, während wir selber für unsere Rentner kein Geld haben. Da wird in jeden Cent geschritten. Unsere Kranken werden komischerweise jetzt von unfähigen Afrikanern und Arabern und sonst was sollen die gepflegt werden. Die werden dann schnell zu Fachkräften erhoben. Und ihre, wenn überhaupt, erworbenen, wenn nicht nur erkauften Ausbildungen, die sie dort gemacht haben, die angeblichen, werden schnell anerkannt und und. Also für Deutsche ist null Geld da. Nur so das Allernötigste, damit der Michel seine Schnauze hält. Aber sonst verteilen wir fleißig überall unser Geld. Genau wie in den 1920er Jahren. Weiter geht's mit dem 12. Juli 1929. Die fruchtbaren Tage der Frau. Der österreichische Gynäkologe Hermann Knaus veröffentlicht in der Münchner Medizinischen Wochenschrift seine Erkenntnisse über die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau. Zu den gleichen Ergebnissen kommt der Japaner Kiyosako Ogino. Die nach beiden Medizinern benannte Methode zur Ermittlung der empfängnisfreien Tage der Frau basiert auf der Tatsache, dass normalerweise pro weiblichem Zyklus eine Eizelle heranreift, die nicht länger als 24 bis 36 Stunden befruchtungsfähig ist. Spermatozoen leben in der Regel 4 bis 5 Tage, nur im Extremfall 6 Tage. Ein Geschlechtsverkehr kann demnach während jedes Zyklus an 6 bis 7 Tagen zu einer Befruchtung führen, 5 bis 6 Tage vor und einen halben Tag nach dem Eisprung. Haben wir wieder was dazugelernt, ne? Was die Männerwelt betrifft, ne? Ich denke mal, wusste nicht jeder Mann, ne? Die Frauen wissen sicherlich alle. Weiter geht's mit dem 15. Juli 1929. In Rodaun bei Wien erliegt der österreichische Dichter Hugo von Hofmannsthal vor Aufregung über den Selbstmord seines Sohnes Franz einem Herzinfarkt. Das ging ja Schlag auf Schlag dann in der Familie Hofmannsthal. 17. Juli 1929, Konflikt um China-Ostbahn.
Als China auf ein Ultimatum der sowjetischen Regierung vom 14. Juli wegen der Vorfälle an der chinesischen Ostbahn nicht reagiert, bricht die UdSSR die diplomatischen Beziehungen ab und stellt den Bahnverkehr in das Nachbarland ein. Aufgrund eines 1896 geschlossenen Vertrages zwischen der chinesischen Regierung und russischen Banken war die 1903 fertiggestellte durch die Mandschurei über Harbin nach Wladiwostok bzw. über Harbin, Changchun nach Dairen und Port Arthur führende chinesische Ostbahn gebaut worden. Im Mai 1924 hatten beide Staaten diplomatische Beziehungen aufgenommen und vereinbart, die Bahn gemeinsam zu verwalten. Wegen der Ausübung dieser Rechte durch die Sowjetunion gab es jedoch schon seit längerem Streit. Schlichtungsverhandlungen in der Stadt Mukden zwischen Mai und August 1926 blieben ohne Erfolg. Der Konflikt entzündete sich schließlich erneut an der Besetzung der Telegrafenstation der Ostbahn in Harbin durch die Chinesen und der Absetzung des sowjetischen Generaldirektors der Bahn am 10. Juli. Im Zuge der Ereignisse verlangt die UdSSR am 14. Juli die Freilassung inhaftierter Sowjetbürger, darunter ein Generalkonsul in Harbin, sowie die Einberufung einer Konferenz. Die chinesische Regierung in Nanjing reagiert ihrerseits mit dem Vorwurf, die Sowjets hätten in China einen kommunistischen Putsch geplant. In Moskau und Leningrad kommt es in der Folge zu anti-chinesischen Demonstrationen. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Infolge des Konflikts zwischen der UdSSR und China kommt es in Moskau und Leningrad zu anti-chinesischen Demonstrationen. Das ist der Titel und der Text zu dem Bild. Tja, so ist das. Das hat ja nichts mit Rassismus oder so zu tun, wenn es Konflikte gibt zwischen Völkern und dann in einem Land die Leute auf die Straße gehen und dann das andere Volk nicht so mögen, hat das nichts mit Rassismus oder sonst was. Das ist ganz einfach normal und menschlich. Ne? Weiter geht's Randbemerkung kommt danach, mit dem 22. Juli 1929. In Rekordzeit über den Atlantik. Nach 4 Tagen, 18 Stunden und 17 Minuten passiert die Bremen, der neue Turbinendampfer des norddeutschen Lloyd, auf seiner Jungfernfahrt von Cherbourg, Frankreich, kommend um 20:02 Uhr mitteleuropäischer Zeit das Ambrose-Feuerschiff vor New York und holt sich damit das begehrte blaue Band für die schnellste Atlantiküberquerung. Unter dem ohrenbetäubenden Sirenengeheul der im Hafen liegenden Schiffe macht die Bremen am Brooklyn Pier fest. Die US-Presse feiert den Dampfer, der den Rekord der Mauretania von 1909 um 8 Stunden und 17 Minuten unterbietet, als Zeichen der Wiedergeburt Deutschlands. Reichspräsident Paul von Hindenburg würdigt den Rekord als besonderen Schritt vorwärts zur Wiedererlangung der Gleichberechtigung in Weltwirtschaft und Seeverkehr. Die erfolgreiche Ozeanfahrt der Bremen gilt ebenso als ein Triumph der deutschen Technik. Und da haben wir noch ein Bild, der Turbinendampfer Bremen gewinnt das blaue Band. In Klammern zeitgenössisches Gemälde von Franz Radziwill, Nationalgalerie Berlin, Klammer zu. Tja, was wir so alles unter den widrigsten Bedingungen, die wir hier nun mal in den 1920er Jahren hatten, trotzdem auf die Beine gestellt haben. Da sieht man mal, zu was die Deutschen in der Lage sind, wenn sie von Leuten animiert werden. Ich meine, damals gab es auch schon die SPD-Regierung.
Haben wir schon oft genug darüber geredet, die Zentrums, die sogenannten konservativen Regierungen, Liberalen, die dem deutschen Volke nicht unbedingt so positive Sachen gebracht haben. Und trotzdem hat es zu solchen Leistungen gereicht. Und ich sage mal wieder, es ist eine Unverschämtheit, hier uns massenweise Leute aus aller Welt ins Land holen zu wollen, nur damit sich bestimmte Leute die Taschen füllen können, die sowieso schon die Taschen so voll haben, dass sie kaum noch laufen können. Denn das, der angebliche Fachkräftemangel, der rührt ja nicht daher, dass wir unbedingt diese Fachkräfte bräuchten, sondern rührt einfach daher, dass es im Hintergrund Leute gibt, die einfach geldgeil sind. Eine Firma, die von vornherein sieht, dass sie die Aufträge, die sie annimmt, gar nicht erfüllen kann, weil sie gar nicht die Kapazitäten hat, die ist für mich unverantwortlich. Und nur um diese Aufträge dann und den Gewinn, den stecken ja oftmals ganz andere ein, wie schon erwähnt, oftmals ausländische Kapitalgeber oder sogar Eigner wie bei Opel. Na, jetzt ist es so, dafür ein ganzes Land zu opfern, ein ganzes Volk kaputt zu machen, es ist einfach eine Frechheit, weil was anderes ist das nicht. Es wird nur das Dollarzeichen gesehen und solche ekelhaften angeblichen Wirtschaftsbosse schleppen uns immer mehr Leute aus aller Welt ins Land. Und wie gesagt, die Zeit wird kommen, wo es nicht mehr so rund läuft, weil nämlich Apple ist in Aufträgen und ja, die Zeit kündigt sich ja langsam an. Wir können es fast jeden Tag lesen. Da bin ich mal gespannt, was man dann mit diesen ganzen Fachkräften macht. Ich habe es ja am Anfang schon mal erwähnt. Ich will es nicht wiederholen. Auf jeden Fall ist das, was im Moment läuft, hat nichts mit Fachkräftemangel zu tun. Das ist einfach nur Geldgeilheit von bestimmten Leuten im Hintergrund, die seit 1990 wieder in großem Maße in unser Land geströmt sind. Die so geldgeil sind, die können den Hals nicht voll kriegen. Jede verantwortliche Firma, die nimmt nur so viele Aufträge an, die sie auch bearbeiten kann und tut sich nicht voll pumpen mit Aufträgen und dann schreien, wir brauchen Fachkräfte. Ne? Das ist die richtige Herangehensweise von einer Wirtschaft, die wirtschaftet und nicht schludert. Ne? Und das Entscheidende ist nicht irgendwelche Wachstumszahlen zu erfüllen, die sich dann irgendwelche windigen Ausländer einstecken, irgendwelche ausländischen Kapitalgeber oder sogar Firmen, die im Prinzip nur noch vom Ausland übernommen worden sind, sondern einfach nur, dass es den Leuten, die dort geboren sind, die richtigen Deutschen oder überhaupt, und wenn es Franzosen sind, halt Franzosen, oder wenn es Italien ist, die Italiener, dass es denen gut geht, dass für die genügend produziert wird, dass für die genug Arbeit da ist, dass für die genug produziert wird, dass die fressen, saufen, schlafen und leben können. Nur kurz gesagt, das ist eine richtige verantwortungsvolle Wirtschaft und nicht dieses geldgeile Gehabe, was im Moment in Deutschland ist, wo ohne nachzudenken Aufträge angenommen werden, ohne Ende nur um Konkurrenten kaputt zu machen oder sonstiges. Was meistens aber keine Deutschen sind, die dafür den Hut aufhaben, sondern meistens Ausländer aus Großbritannien, aus Frankreich, aus Italien, aus China, aus Amerika, aus arabischen Ländern etc. Die sind geldgeil, die tun unser Land nur noch als Produktionsstätte benutzen und packen unser Land mit lauter Ausländern voll. Dieses ganze Land bricht aus allen Nähten. Wir können es jeden Tag sehen. Keine Wohnung, das und das überall fehlt. Logisch, wenn ich laufen Millionen Leute ins Land schleppe. Ne? Wie gesagt, wir haben 6 Millionen mehr Leute im Land seit 1990. Logisch, dass dann die Wohnungen fehlen. Ne? Ne? Da kann man so viel Wohnungen bauen, wie man will. Ne? Ne? Irgendwann bauen wir noch Erdlöcher, damit die Leute in der Erde wohnen können. Ne, damit wir noch ein paar Migranten ins Land holen können. So bekloppt ist dieses ganze System, was momentan hier in Deutschland so nach oben gelobt wird. Ne? Aber wir werden noch alle sehen, wohin kommt. Wie gesagt, ich bin zum Glück schon 53 fast jetzt und habe meinen Herzinfarkt schon hinter mir, Bypass-OP und noch das eine oder andere Zipperlein. Ich mache mir keine großen Gedanken mehr, dass ich hier noch 100 werde. Aber so der ein oder andere, der jetzt noch steinfest hinter dieser Gesellschaftsordnung, hinter diesem Dreckssystem steht, der wird es noch erleben. Der wird es noch erleben. Es sei denn, es kommt mal endlich das Umdenken und er jagt diese Leute zum Teufel. Weiter geht's mit der letzten Randbemerkung auf dieser Seite. 29. Juli 1929. Bei einer Gefängnisrevolte in Auburn, USA, kommen 6 Menschen ums Leben. Rund 1700 Gefangene waren an dem Aufstand beteiligt.
Und dann kommen wir zur letzten Seite heute. Da sind dann noch zwei Randbemerkungen, die eine Randbemerkung und zwei größere Themen. Da wollen wir mal schauen. 3. Oktober, ja, die kommt dazwischen. Als erstes 23. August 1929. Araber stürmen jüdisches Viertel. In Jerusalem stürmen hunderte bewaffneter arabischer Freischärler das jüdische Viertel. Die britische Mandatsmacht verhängt daraufhin den Ausnahmezustand und beordert Kriegsschiffe sowie zusätzliche Truppen nach Palästina. Tel Aviv hat sich zum Zentrum der jüdischen Siedler in Palästina entwickelt. Obwohl 200 britische Soldaten in dem Ort stationiert sind, kommt es wiederholt zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Muslimen und Juden. Am 25. August wird über Tel Aviv der Ausnahmezustand verhängt. Tags darauf teilen die Briten mit, dass in Jerusalem 14 Juden, 10 Muslime und 3 Christen, in Hebron 45 Juden und 8 Muslime getötet wurden. Der Anlass für die Zuspitzung der Lage sind die Beschlüsse des 16. Zionistischen Weltkongresses in Zürich, die eine Erhöhung der jüdischen Einwandererzahlen zum Ziel haben. Tja, da sehen wir, wer ist die Aggression, was ist das, was wir heute jeden Tag in Gaza erleben, wer ist der eigentliche Aggressor, wer ist der Urheber? Das ist dieser Zionismus. Ja? Das ist dasselbe, was sie im Moment da mit uns machen. Es wird irgendwo beschlossen, Migrationspakt, Zuwanderungsgesetze etc., wo der eigentlichen einheimischen Bevölkerung, ja nicht nur bei uns, sondern auch in Italien, Frankreich, überall, wird einfach vor die Nase gesetzt. Wir beschließen jetzt einfach mal, dass wir Zuwanderung machen. Ein Herr Seehofer schlägt eine Obergrenze von 200.000 fest und, und. Das ist genau dasselbe, was der Jude damals in Palästina gemacht hat. Ne? Total widerrechtlich, völkerrechtswidrig. Die Leute, und wie gesagt, unterscheide ich sehr zwischen diesen, die hier mit Messern rumrennen, und jenen, die sich da unten gegen diese Landnahme gewehrt haben, immer noch wehren. Weil man muss sich ja mal vorstellen, man lebt Jahrhunderte auf einem Gebiet, Jahrhunderte in einem Land. Ne? Und wir können es uns ja mittlerweile ganz gut vorstellen. Und dann beschließt irgendwo in einem fernen Zürich so ein zionistischer Weltkongress, wir wollen jetzt das Land mit Juden fluten. Und natürlich müssen dafür auch Palästinenser, Araber von ihrem bisherigen Land weichen. Ne? Unterstützt worden sind sie von den Briten, ne? Weil die Briten wiederum den Juden, weil die Juden sich mit militanten Truppen beteiligt haben im Ersten Weltkrieg, um das Osmanische Reich zu besiegen. Ne? Ja, da muss man sich nicht wundern, warum es diese Zwistigkeiten dort unten gibt. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn da kommt, oh, Raketenbeschuss von dem Gazastreifen nach Israel, der eigentliche Anfang sind solche Sachen gewesen. Wie kann ich mir erlauben, über ein anderes Land zu bestimmen, dass ich dort einwandere, Gesetze machen und Zahlen festlegen, wie viele dort einzuwandern haben und all solche Sachen. Das ist alles Zionistenwerk. Ob damals in Israel bzw. Palästina, Israel gab es ja damals noch nicht. Und dasselbe ist es heute mit dieser ganzen Migrationspakt, mit den Zuwanderungsgesetzen in Europa. Muss ich das mal überlegen. Wir sind das eines der bevölkerungsreichsten Länder oder mit der größten Bevölkerungsdichte in Europa oder in der Welt. Und dann macht man noch ein Zuwanderungsgesetz, damit dieses total überbevölkerte Deutschland noch überbevölkerter wird. Na, das kann man in Kanada, da kommt immer das Beispiel, in Kanada machen, wo eine Menge Platz ist. Was sowieso alles Zuwanderer sind, denn die einzigen echten Amerikaner, das sind die sogenannten Indianer, die eingeborenen Stämme von damals. Ne? Alles andere sind sowieso Zuwanderer. Das ist eine ganz andere Grundlage. Ich sage nur eines: Während Zionismus hinterherläuft, ob das ein Franzose ist oder ob es Italiener sind, ob es Deutsche sind, sollte von keinem gewählt werden, der den Zionismus stark macht. Weil der Zionismus hat nichts mit den Juden direkt zu tun. Es gibt da Juden, die damit überhaupt nichts zu tun haben wollen. Zionismus ist eine Ausprägung davon, eine gefährliche Ausprägung. Und wer den unterstützt, der kann kein Freund der Deutschen oder der Franzosen oder Italiener sein. Ne?
Die machen, was sie wollen, egal was ist. Und wenn jemand was dagegen sagt, ist er Antisemit oder ist Holocaust und bla bla bla, kommt dann, damit sie dann wieder alle ruhig sind und sagen, ja, ihr dürft. Aber so, damit muss Schluss sein. Es muss endlich mal ein Stopp gemacht werden dieser zionistischen politischen Bewegung, die sich 1897 in Basel gegründet hat und die ganze Welt durcheinander gebracht hat seitdem. Ja, das war der Grund oder ist der Ursache für das, was heute alles im Gazastreifen passiert. Zahlreiche jüdische Häuser und Wohnungen werden während der Unruhen zerstört. Das Bild zeigen sie uns, ne? Aber wie viele arabische Häuser zerstört worden sind wegen der Zionisten, das werden sie uns nicht zeigen. Es wird immer nur das jüdische Leid gezeigt. Und das, wenn sie geht am Tag 30.000 Mal. Weiter geht's. Ach ja, heute ist ja wieder großer Kongress, wo sie wieder sich die Mächtigen Europas auf die Seite holen für viel Geld, damit sie die eigenen Völker unterdrücken, damit der Zionist machen und tun und lassen kann, was er will. Ja, in Wien wieder der Herr Kurz, ne, der nur deswegen so eine Politik macht, wie er sie macht, weil er die FPÖ im Nacken hat. Ohne die würde er nämlich genauso eine Politik machen wie Merkel. Denn das ist ja seine große Freundin, hat er schon öfters in, gerade hier in Thüringen, letztens in Erfurt gesagt, Merkel ist eine gute Frau. Ne? Ne? Da weiß man, was dieser Herr Kurz wert ist. Ne? Das ist so ein Helfershelfer des Zionismus. Weiter geht's. Mit dem 3. Oktober 1929. Reichsaußenminister Gustav Stresemann stirbt im Alter von 51 Jahren in Berlin an den Folgen eines Schlaganfalls. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland verbindet sich die Trauer über den Tod des international bekanntesten deutschen Politikers mit der Sorge um den weiteren politischen Kurs Deutschlands. Und der wird von dem Folgenden noch sehr bestimmt werden. 25. Oktober 1929. Börsenkrach in New York. Und da haben wir nun diesen schwarzen Freitag, wie man immer nennt. Nervös und aufgeschreckt reagieren die europäischen und fernöstlichen Aktienmärkte auf den rapiden Kursverfall an der New Yorker Börse vom Vortag. Der Börsenkrach geht als schwarzer Freitag in die Geschichte ein. Er markiert den Beginn der jahrelangen weltweiten Rezession mit Massenarbeitslosigkeit und Produktionsrückgang, die als Weltwirtschaftskrise viele Staaten an den Rand der Handlungsunfähigkeit treibt. Tatsächlich verläuft das Geschäft in New York an diesem Freitag nach den beiden hektischen Vortagen eher ruhig. Noch am 23. Oktober wurde in New York die Rekordzahl von 6,5 Millionen Aktien verkauft. Am folgenden Tag kam es zu Panikverkäufen. Gerüchte laufen um, die Börse werde geschlossen und mehrere bekannte Finanziers hätten sich aus dem Fenster gestürzt. 12,9 Millionen Aktien werden verkauft. Die Papiere der großen US-Gesellschaften verlieren bis zu 40% ihres Wertes. Vor Börsenschluss gibt es eine leichte Kurserholung. Die sofort eingeleiteten Stützungskäufe, unter anderem kaufen die wichtigsten Banken und Finanzinstitute in einer gemeinsamen Aktion am Nachmittag für 240 Millionen Dollar Wertpapiere, führen jedoch nicht zu einer langfristigen Beruhigung. Bereits am späten Nachmittag des 28. Oktober entsteht eine neue Panik. Dem Börsenkrach ist eine langanhaltende Hause ein allgemeiner Aufschwung der Wirtschaft vorausgegangen. Ha, haben wir momentan auch, ne? Nach dem Tiefstand von 191 zu Beginn des Jahres 1928 erreicht der Dow Jones Index im Dezember 1928 einen ersten Höhepunkt mit 300 und stieg nach zwei scharfen Einbrüchen im September 1929 auf 381. Auch nach dem Börsenkrach Ende Oktober liegt der Aktienkurs weiterhin über dem Stand zu Jahresbeginn 1928. Als Erklärung für den Crash wird daher zunächst auf die ungesunde Spekulation hingewiesen. Die Ursachen liegen jedoch tiefer, unter anderem in einer unausgewogenen Weltwirtschaft infolge des Weltkriegs. Darüber hinaus steckt die US-Landwirtschaft in einer schweren Krise.
Zudem ist in den USA zu viel investiert bzw. spekuliert und zu wenig konsumiert worden, sodass im Sommer 1929 die Konjunktur einbrach. Die Löhne sind in den USA hinter den Unternehmergewinnen weit zurückgeblieben. Zwar investierten die Unternehmen ihre Gewinne, aber es fehlte an Kaufkraft bei potenziellen Kunden. Mit Spekulationen an der Börse ließ sich deshalb mehr Geld als mit der Produktion verdienen. Ha, alles wie heute. Auch die Ökonomen in Europa registrierten schon seit einiger Zeit Zeichen einer bevorstehenden Krise, die vor allem in den Ländern der alten Welt zu finden sind. Der Notverkauf der österreichischen Bodenkreditanstalt, der durch Übernahme verhinderte Zusammenbruch der Frankfurter Versicherungs AG und der Bankrott der Londoner Firmengruppe Clarence Hatry waren deutliche Signale. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Vor dem Gebäude der Börse in der Wall Street versammelt sich eine aufgeregte Menschenmenge. Tja, so ist das am Zionistenspielcasino. Ne? Da gewinnen nur die Insider, die wissen, wo die Roulettekugel hinfällt und das vorher schon. Ansonsten sind da ein paar wenige im Hintergrund, die durch gezielte Meldungen, gezielte Aktienkäufe und Verkäufe entscheiden können, wann was steigt, wann was sinkt. Und die große Masse, die sich einfangen lässt und auch auf Börse geht, die wird immer wieder verarscht. Wir haben das schon oft genug erlebt, aber der Mensch wird ja nie schlau und macht immer wieder mit und glaubt dann den Experten, die ihn empfehlen, an die Börse zu gehen, Aktien zu kaufen. Ne? Ja. Ja, gut. Das war's für heute, weil es schon wieder über 40 Minuten sind, will ich es nicht in die Länge ziehen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es war informativ. Habt das eine oder andere dazugelernt, das eine oder andere wieder aufgefrischt und die eine oder andere Anregung zum Nachdenken über das bekommen, was man heute so über die Geschichte von damals verlautbaren lässt und erzählt und deutet und kommentiert. Und ja, ich verbleibe wie immer mit dem üblichen. Halt die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.